morgens kurz nach 7 im Elbland-Klinikum Riesa. Hier treffen sich die Mediziner, um die Probleme der Patienten zu besprechen. Seit kurzem ist das Haus in Riesa regionales Traumazentrum und damit Bestandteil von Einrichtungen der Maximal- oder Schwerpunktversorgung und übernehmen regelhaft die umfassende Notfallversorgung. So, das versteht doch keiner. Ich zeige Ihnen das mal, wie das wirklich in Praxis abläuft, wenn wir Patienten mit Verletzungen haben. Die werden natürlich hier in der Konferenz ausführlich vor allen Kollegen besprochen, dass wir bestmöglich die Patienten behandeln. Aber in der Praxis läuft das Ganze ganz anders ab. Hier werden die Patienten mit dem Rettungsdienst zu uns gebracht in die Notaufnahme. Hier sehen Sie noch die Rettungssanitäter mit dem Rettungswagen. Hier werden sie dann umgelagert auf die Tragen und kommen dann zu uns in die Notaufnahme, in unseren Triage-Raum. Die Patienten werden dann hier in dem Triage-Raum von den Kolleginnen triagiert. Und Triage heißt, ich untersuche die Patienten und teile sie ein nach Dringlichkeit der Behandlung, nach Art der Verletzungen und welche Fachrichtungen wir noch benötigen. Und direkt gegenüber vom Triage-Raum ist unser Schockraum, wo die schwer verletzten Patienten bei uns behandelt werden. Dieser Schockraum ist mit allen Dingen, die wir für die Erstversorgung der schwerverletzten Patienten notwendig haben. Dazu gibt es zum Beispiel schon mal das Ultraschallgerät. Wir haben hier ein Beatmungsgerät. Wir haben hier Geräte, um die Patienten wiederzubeleben. Alle notwendigen und wichtigen Dinge sind hier bei uns im Schockraum einsatzbereit. Im Falle eines Falles, dann rufen wir unser Schockraumteam zusammen und es kommen 8 Kollegen, die sich hier um diese Notfallpatienten kümmern, aus allen Fachsparten, aus der Unfallchirurgie, aus der Allgemeinchirurgie, die Radiologen sind einsatzbereit. Wir behandeln hier die Patienten unmittelbar nach Eintreffen und sind insofern jederzeit einsatzbereit. Kleinere Operationen, die Wundversorgung, machen wir natürlich gleich hier in der Notaufnahme, aber wir wollen hier mal nicht stören. Der traumatisierte Patient kommt dann zu uns und wird dann hier entsprechend gelagert. Und dann können wir innerhalb von 3 bis 5 Minuten den Patienten einmal komplett durch das CT fahren. Wenn es nicht ausreichen sollte, weil der Patient so sehr groß ist, dann muss man ihn nochmal drehen. Und die Bilder werden dann verarbeitet und kommen dann an der Workstation da draußen an und werden dann interdisziplinär beurteilt, sodass dann jede Fachrichtung, sei es die Traumatologen, sei es die allgemeinen Chirurgen, wissen, hat er jetzt irgendwo eine Verletzung am Thorax, ist im Kopf eine Blutung, ist im Bauch eine Blutung. Wir sehen hier quasi alles. Größere Operationen werden im OP-Saal durchgeführt. Da müssen wir mit dem Aufzug hoch in unseren 9. Stock fahren, wo unser OP-Trakt ist. Größere Operationen machen wir hier oben bei uns im OP-Trakt in der Ebene 9. Insgesamt haben wir 7 Operationssäle für die Hals-Nasen-Ohrenärzte, für die Urologen, für die Allgemeinchirurgen, für die Gefäßchirurgen und für die Orthopäden-Unfallchirurgen und auch für unsere plastische Abteilung sowie die Handchirurgie. Wir sind über 30 OP-Schwestern, bei über 30 Operateuren sind fast jeden Tag hier beschäftigt. Und nebenbei haben wir noch eine große Anästhesie- und Intensivmedizin, die wir Ihnen später auch noch zeigen werden, die uns die Operationen ermöglichen und die Patienten entsprechend gut narkotisieren. Hygiene und chirurgische Handwaschung und Handdesinfektion ist das Wichtigste vor jedem operativen Eingriff. Ich wasche meine Hände bestimmt bis zu 50 Mal die Woche, weil vor jeder Operation müssen die mindestens 2 Minuten vorher gewaschen werden. Und wie häufig waschen Sie Ihre Hände? Hier ist ein Operationssaal und Sie zu unseren Spezialisten. Nach der Operation müssen die meisten Patienten intensivmedizinisch überwacht werden nach einem schweren Unfall. Dafür haben wir eine große Intensivstation. Die Leiterin ist Frau Dr. Bogatjan. Wir befinden uns hier auf unserer interdisziplinären Intensivstation.
Wir belegen bis 24 Betten, interdisziplinär, wie gesagt, internistisch und operative Patienten. Postoperativ kommen meistens die Patienten auf die ITS und werden hier betreut bis zur Verlegung auf der Normalstation. Und das 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Wichtig in der Unfallchirurgie sind auch die Spezialisten, die wir haben. Eine von uns ist Frau Dr. Mirtschig, die Leiterin der rekonstruktiven Chirurgie, wo es nicht um die ästhetischen Sachen geht, oder nicht nur. Genau, die rekonstruktive oder wiederherstellende Chirurgie hat ja ihren Hauptbestandteil darin, dass wir eben Defekte jedweder Art und jedweder Fachdisziplin dann auch decken können. Und der Patient kann hier in Riesa ausbehandelt werden, das heißt, er muss nicht in ein anderes Haus verlegt werden. Bei der plastischen Chirurgie in Riesa geht es aber vornehmlich nicht um Botox, sondern um die Wiederherstellung von Form und Funktion. Botox können wir jedoch auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt zeigen, was regionales Traumazentrum Riesa bedeutet. Es bedeutet 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, Patienten zu behandeln, Patienten mit Verletzungen jeglicher Größe, jeglichen Schwierigkeitsgrades, von der einfachen Schnittverletzung bis zum wirklich schwer verletzten Patienten. Wir haben ein kompetentes Team hier in Riesa. Wir haben hier alle Spaß bei der Arbeit und ich denke, nein, ich weiß, Sie sind hier in sehr guten Händen.